Pilzsaison ist in vollem Gang. Pilzsammler aus der ganzen Schweiz sind in den heimischen Wäldern auf der Suche nach den wertvollen Stücken. Einer, der sich damit besonders auskennt, ist der Markus Pflück. Der Pilzkontrolleur ist jetzt im Herbst oft im Mittelland unterwegs und kann beim Suchen auf seine Erfahrung zählen. Was am meisten Pilz hat, ist eigentlich bei der Rottanne, das heisst bei der Fichte. Dort hat es die meisten Arten, die man essen kann. Und dort findet man dann, wenn man ein bisschen Geduld hat, auch die beliebten Eierschwämme. Vor dem Kochen müssen sie aber aufwendig geputzt werden. Noch beliebter, aber auch schwieriger zu finden, sind Steinpilze. Die sucht man am besten in der Nähe der giftigen Fliegenpilze. Ein Markus Pflücks Rezepttipp: die Steinpilze in Zentimeter dicke Scheiben schneiden, bröteln in Olivenöl, mit Salz und Pfeffer würzen und fertig ist der Festschmaus. Diesen Oktober sprießen die Pilze sogar noch mehr als sonst aus dem Boden. Den milden Temperaturen und dem feuchten Wetter sei Dank. Von Trompetenpfifferling über grünblättrige Schwefelköpfe, die Auswahl an essbaren Pilze ist gross. Noch viel grösser aber ist die Anzahl der ungenießbaren oder sogar giftigen Pilze. Dank Bücher oder neuerdings auch Smartphone-Apps kann man viele von den heimischen Pilzen zuordnen. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Ganz wichtig ist, wenn ihr ein Anfänger seid und euch noch nicht so gut auskennt, geht in die Pilzkontrolle, die es überall gibt in der Schweiz. Geht das ganze Sammelgut zeigen dort, das ist ganz wichtig. Mit genug Geduld und der nötigen Portion Glück können Sie also in den nächsten Wochen noch den einen oder anderen Korb mit Pilz füllen.